Schlag hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flak? Wir haben keine Chance. Wenn Leute, das Versprechen beruht auf Freiwilligkeit. Na klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso geliefert. Leute! Es reicht! Hört endlich auf! Bei dem Krach kann ich nicht denken. Rocket, reparier die Triebwerke. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich? Okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Lass es. Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Seht mal, unser großer Anführer. Hey. Willst du mich wieder anschreien? Was? Nein. Mir ist echt nicht nach Plaudern zumute. Du hast deinen Toast vergessen. Hey, Groot! Hab ich vorhin die Sensorknoten auf Standby gelassen? Ich bin Groot. Hey! Wie sieht's aus? Was meinst du denn, wie es aussieht? Also, ich... Der Spannungsschaltkreis hat die Stielbolzen zerschmolzen, der Rückwärtsroutenplaner ist nicht mehr ausgerichtet und ich sehe nicht mal mehr den Flak-Sensorknoten hinter dem Fluxkompensator. Moment. Fluxkompensatoren gibt's wirklich? Was? Nein, ich meine Fluxkompensator. Ich bring die Wörter durcheinander, wenn ich müde bin. Hey, Drax, ich... Ich will nicht reden. Okay. Wir sind alle am Ende. Ruh dich ein bisschen aus, wenn du kannst. Ich bin Groot. Nenn mich nicht Rocky. Ich bin Groot. Ich nenn dich auch nicht Grooty. Ich bin Groot. Gott. Ich fühle mich, als wäre ich einen ganzen Zyklus lang wach gewesen. Hast du jemals wie geplant diese Waffensystemanalyse durchgeführt? Drax, hörst du mich? Ich bin so. Sich nicht gut zu fühlen ist kein Grund, mich zu ignorieren. Alles okay. Das war normal. Kein Grund zu... Rocket? Was ist denn? Ich bin beschäftigt. Ich wollte sagen, wenn du nach dem hier eine Pause brauchst, wird keiner was dagegen haben. Das will ich auch hoffen. Hör auf zu summen! Ich bin gut! Mir egal, ob der heisere Kabelkauer dein Gesinge mag. Hey, Groot! Was trinkst denn du da für ein Zeug? Ich bin Groot. Sieht aus wie Kräutertee, aber... Naja, riecht irgendwie komisch. Ich bin Groot. Sag mal, Großer, wie bleibst du nur immer so besonnen? Ich bin Groot. Ich meine, jedes Mal, wenn irgendein Mist passiert und uns das Wasser bis zum Hals steht, bleibst du immer cool. Ich bin Groot.
Wow. Ich wünschte, ich könnte das verstehen. Du hast immer den Durchblick, oder? Ich bin gut. Tja, hoffentlich bleibt das so. Wir können alle was von dir lernen. Nun, ich... Nein, ich bin noch nicht fertig. Ganz egal, wie laut du fragst. Hey, es tut mir leid. Ich habe die Beherrschung verloren. Ich hätte nicht so schreien dürfen. Na schön. Ich hätte das Schiff sowieso repariert. Ich mag's nur nicht, wenn man mich rumschubst. Ich verstehe schon. Jetzt bleib mir vom Pelz, ich arbeite an der Düse. Hey Groot, hast du je die Packung Riemenklemmen gefunden, die ich unter deinem Farm verloren hab? Ich bin Groot. Ich weiß nicht, sah halt aus wie ein Farm. Ich bin Groot. Warum sollte ich auf der Blattunterseite nachsehen? Ich schwöre. Echt jetzt? Wie bist du? Oh, jetzt. Na los, komm. Hopp, hopp. Ach, vergiss es. Und das Bett stinkt. Toll. Ein Schiff? Das ist unser Zimmer? Hm. Wieso ist das so klein? Wie siehst du denn aus? Ich meine ich. Oh. Krasse Frisur. Was? Was? Was soll das? Wieso bist du ich? Komm schon, der sprechende Waschbär wartet auf dich. Und die anderen auch. Rocket. Ja, ja, er hat dieses Ding repariert. Dieses kaputte. Hey, wenn wir jetzt so ein cooler Weltraumchecker sind... Warum müssen wir dann vor den Bösen weglaufen? Das ist kompliziert. Nein, ist es nicht. Wir sind gelandet und hör auf, wegzulaufen. Groot wollte dich schlafen lassen. Ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment, wie sind wir hergeflogen? Quill, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff? Ja, so, gehen wir. Seht mal, wer da gerade aufgestanden ist. Der Nager hat entschieden, als du geschlafen hast. Ja, ja, ich weiß. Du hast ja lang gebraucht. Was? Niki? Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber...
Mickey? Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Mickey! Peter! Lauf! Leute, sie darf euch nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Der Bestie nicht entrinnen, Peter Quill! Weiter, Drax! Ehre meines Mut! Irgendjemand! Was machst du da? Helden laufen nicht weg! Nichts von all dem ergibt einen Sinn! Es ist deine Schuld, oder? Das alles! Du versenkst! Nimm das, du hässliches Monster-Ding! Peter Quill! Peter Quill! Peter Quill, wach auf! Drax, wir haben es besprochen, Mann, du musst das lassen. Dein uneheliches Kind hatte recht. Meine Familie wird wiederhergestellt. Ja, okay. Wir müssen nur vertrauen. Drax, du machst mich echt nervös, Mann. Du sollst die frohe Botschaft auch hören, Peter Quill. Auch du hast deine Familie verloren, deine Mutter, die Kree-Frau. Du weißt, wie viel Schmerz Verlust bereitet. Drax. Doch der Glaube und das Versprechen der Matriarchin können unsere Familien wieder vereinen. Drax. Du hast ihr Versprechen doch angenommen, oder, Peter Quill? Klar, habe ich es angenommen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, meine Mom wiederzusehen. Ebenso wie deine Tochter. Ja, genau. Stimmt, meine Tochter. Ich wusste, du siehst die Wahrheit ihres Lichtes, Peter Quill. Ja klar, Wahrheit und Licht am Tod. Nicht tot, meine Tochter. Das ist toll, finde ich super. Das macht mich froh. Allerdings bin ich unsicher bei den anderen. Der Holzmann lässt sich womöglich bekehren, aber ich fürchte die Attentäterin und der Nager nicht. Das macht sie zu einer Bedrohung für unsere Sache. Ich muss sie beseitigen. Warte! Wieso? Sie sind unsere Familie. Sie verdienen eine Chance. Das ist alles ein bisschen viel für sie. Glaubst du wirklich, sie nehmen das Versprechen an? Ich weiß es. Nimm Gamora. Ihr Vater war Thanos. Sie muss noch einiges verarbeiten, bevor sie das annehmen kann. Und Rocket! Wo fange ich da an? Er ist quasi ein wandelndes Laborexperiment. Und was Nikki, die Matriarchin, da gerade anbietet, das ist quasi völliges Neuland für ihn. Und der Holzmann? Du hast doch selbst gesagt, der wird dabei sein. Wir reden von Groot, Mann. Er ist unser Fels. Na gut, Peter Quill. Tja, gut, das ist toll. Ich sag's gleich den anderen. Ah, das ist nicht notwendig. Wir müssen die Matriarchin herbringen. Das gibt ihnen Zeit, über ihr Versprechen nachzudenken. Ja, genau. Genau, denn sie ist eine Million Lichtjahre entfernt und es wird eine Weile dauern. Wir sind schon bei ihr gelandet. Was? Wieso? Wieso das denn? Wenn du ihr Versprechen wirklich angenommen hättest, dann wüsstest du es. Vielleicht ist es besser, du wartest erst einmal hier. Dann kannst du über deinen Glauben nachdenken. Warte! Drax! Wir können doch darüber reden!
Na toll. Yo, Quill, bist du da? Sag mir, dass du nicht tot bist. Quill? Oh, ich bin hier, Rocket. Oh, Flock sei Dank. Peter, Rocket, warum ist meine Tür von außen versperrt? Ja, Drax hat sich möglicherweise der Kirche angeschlossen. Was? Im Ernst? Ich bin Groot. Ich weiß, es ist super verkorkst. Drax ist auch verkorkst. Er hat uns vielleicht auf die Sacrosanct gebracht, um die Matriarchin zu finden. Aber don't worry. Don't worry? Ja, ihr wisst schon. Be happy. Ich könnte vielleicht die Selbstzerstörungssequenz der Milano aktivieren. Das ist dein Plan? Was, hast du einen besseren? Schwer sich zu konzentrieren, wenn Peter singt. Ich denke nach. Ach, denk woanders nach. Hör auf zu singen. Nur zu deiner Information. Das Lama-Ding liebt meine Stimme. Sie heißt Cammy. Das ist es. Wir sind eingesperrt, aber sie ist es nicht. Ja und? Sie ist dumm. Aber sie kann uns trotzdem helfen. Kannst du Schiffspläne auf mein Tablet schicken? Und vielleicht ein Kamerasignal? Ja, okay. Warum? Ich will sehen, wo Cammy ist. Fertig. Du hast Zugriff. Okay, ich sehe sie. Gamora, sing was. Irgendwas. Warum? Tu's einfach. Oh. Ich singe jetzt ein Lied, hoffentlich gefällt's dir denn. Oh, wow. Sie hasst deine Stimme. Flattig. Das ist gut, sie reagiert auf Gesang. Wenn wir sie zu dem Kontrollfeld in der Nähe des Cockpits bringen können. Die Steuerung der Notfalltür. Genau. Sing einfach weiter. Ich benutze die Sprechanlage und bringe sie dazu, den Override für die Schlösser anzuknabbern. Sie knabbert alles an. Here's a song, son. I wrote, you might wanna sing it note for note, don't worry, be happy. Ich bin happy, wenn ich happy sein will, nicht wenn jemand sagt. Ich will sterben. Funktioniert das überhaupt? La la la, geh in ein Team, hieß es. Das ist gut für dich, hieß es. Be happy, don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. Something, something, note for bad. Moment. Und der dümmsten Flak-Kreatur der Galaxie was vorsingst. Be happy. Vielleicht sollten wir einfach mit Rockets Plan arbeiten. Sogar schlimmer kann's ja wirklich nicht werden. Wirklich nicht. Echt. Don't worry, be happy. La, la, la. Be happy. Do 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 do. La 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 la. Okay, komm schon, Flauschi, knabber dir schön was ab. Ach, mach was du am besten kannst, du Kaumonster. Leute, ich glaube, sie macht's. Unfassbar, es hat funktioniert! Das ist nicht die Sacrosanct, wir sind auf einem Planeten. Na prima, Flak sei Dank. Lasst uns einen Abgang machen, bevor Drax mit seiner neuen Freundin hier auftaucht, dieser beknackten Matriarchin. Rocket, hör auf! Wir lassen Drax nicht im Stich. Ist er überhaupt noch Drax? Ich meine, jetzt, wo er konvertiert ist. Ich weiß. Wir müssen ihn eben von der dunklen Seite zurückholen.
Du hast ernsthaft vor, ihn zu kidnappen? Drax, den Zerstörer? Mit Betonung auf der Zerstörer. Wir sind schon zu weit gekommen und haben zu viel durchgemacht, um jetzt einen Freund zurückzulassen. Und noch ist Drax unser Freund. Oh nein, das ist nicht mehr unser Freund. Muss ich deutlich machen, wer hier das Kommando hat? Du zielst doch jetzt nicht mit deinen Scheißknarren auf mich. Nein, noch nicht. Ich will nur, dass du begreifst, wie ernst die Lage ist. Wir werden hierbleiben. So ist das? Flarquill. Es wurde auch langsam Zeit, dass du mal Eier zeigst. Also gut, ich bin dabei. Sonst noch Einwände? Nein, alles gut. Ich bin gut. Gut, dann suchen wir mal unseren Freund. Also, wo sind wir überhaupt? Jedenfalls nicht auf der Sacrosanct. Okay, es geht weiter. Oh, bitte nicht. Weißt du, wo wir sind? In einer verflachten Lagune. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Ich mag Wasser nicht. Hey, ich bin nicht hier gelandet, okay? Das war Drax. Ach, das Zeug ist ekelhaft. Das meint ihr nicht ernst? Ja, nasses Fell ist das Schlimmste. Rocket, bist du in Ordnung? Es reicht. Ich hasse Wasser. Ich hasse es, nass zu sein. Und ich hasse es, nicht bezahlt zu werden. Wir sind nicht hier, um bezahlt zu werden. Wir sind hier, um Drax zu retten. Leute, wir sind auf Lamentis. Heimat der Priester von Karma. Noch mehr religiöse Irre. Klasse. Das sind keine Irren. Das sind pazifistische Exilanten von... Pazifisten? Das ist ja noch schlimmer. Exilanten von wo? Hala. Sie entgingen vor vielen Umläufen der Verfolgung der Kree. Jetzt gewähren sie notleidenden Zuflucht und Schutz. Und du warst schon mal hier? Sag mir, dass wir keinen Ozean überqueren müssen. Nur ein Teil eines Ozeans. Fall nicht rein, dann wirst du auch nicht nass. Gamora, gibt's was, das wir wissen müssen? Über das, was uns erwartet? Lamentis ist eine Zuflucht. Es gibt keine Waffen, keine Konflikte. Die Priester, sie leben im Jetzt. Sie würden das Versprechen niemals annehmen. Und wir haben... Verlogener Schurke! Wo ist sie? Wo ist die Matriarche? Wow, wow, wow! Lass ihn runter! Drax! Mann, Alter, beruhige dich! Sie hat mich hergerufen, um meinen Schmerz zu heilen. Rocket, hilf uns hier mal! Hi, Leute! Mantis? Wie hast du... Was? Ach das! Von Leysau habe ich die Kunst gelernt, einen einzigen Punkt mehrmals zu treffen. Oder bringt mir Omfer das erst noch bei? Ach, dem fiesen Grünen geht es gut. Halbwegs jedenfalls. Was tun wir alle hier, Mantis? Ich habe ihn hergerufen. Auf Nowhere. In seinem Geist habe ich eine Zeit gesehen. Die Lügen sind wie Fesseln. Was hätte ich da tun sollen? Ihm vorsichtig beibringen, wo es lang geht. Klar, oder? Shh. Alles gut. Bleib bei mir. Still im Dunkeln. Noch so eine von deinen Freunden, Quill? Nein. Nicht.
nicht in dieser Zeit. Na los, zur Gruselhöhle geht's da lang. Zur was bitte? Zur Gruselhöhle, wo sich unsere dunkelsten Zukünfte treffen. Dunkel wie in Unbekannt, nicht böse. Es könnte böse werden, aber nicht böser als in den Zukünften, die ich schon kenne. Denn die waren definitiv böse, sehr böse. Ihr wollt nicht wissen, wie böse. Könnte die vielleicht mal jemand übersetzen? Ich bin Groot. Die Sache ist... Oder war, welchen Teil der Sache hatte ich schon erwähnt? Diese Gruselhöhle. Ach ja, die. Großes, starkes Herz trägt so tiefe Trauer in sich. In jeder Zukunft ist er der Verführbare. Und in manchen davon retten wir ihn. Hier. So, da wären wir. Hier sind die Wurzeln der Kotati. Also, nur um das klarzustellen. Da gibt's eine Zeitlinie, wo du und ich... Peter, zur Sache. Klar. Was waren noch gleich Kotati? Ich bin Groot. Pflanzenwesen wie Groot, nur uncool. Die Kotati sind hochentwickelte und hochheilige Pazifisten, die uns an ihren meditativen Kräften teilhaben lassen und die Geheimnisse der alten Höhle hüten. Könnten Sie mit dem Hüten mal pausieren? Auf keinen Fall. Diese Aufgabe nehmen Sie sehr ernst. Die einzige Chance einzutreten ist, an Ihre grenzenlose Weisheit zu ab... Ich bin Groot! Wir sind drin! Und wonach suchen wir nochmal hier drin? Sie weiß es nicht. Irgendwas, das Drax helfen kann. Ach, und da hören wir auf das, was diese Psycho-Tussi sagt? Sie ist keine Psycho. Gruselig. Ist wirklich gruselig hier. Ja, eher tödlich. Sind wir sicher? Nope. Vielleicht muss Drax sich nur ausschlafen. Erschien... ganz in Ordnung zu sein. Meine Telepathie. Doppelschlag! Das hätte ich beinahe nicht rechtzeitig gespürt. Denkt alle daran, dass wir wegen Drax hier sind. Allerdings wäre es einfacher, wenn wir eine Ahnung hätten, wonach wir suchen. Okay. Dieser Ort ist total instabil. Diese Schlaghöhle wird uns alle umbringen. Oh nein, nicht alle. Nicht dieses Mal. Glaube ich. Noch mehr Wasser? Was ist bloß los mit diesem lausigen Planeten? So schlimm finde ich ihn gar nicht. Er wird tödlich. Und kalt und nass. Kommt einfach in Bewegung, sobald ihr drin seid. Hey! Und hopp! Mist! Das war ganz schön knapp. Dabei erwischt es Gamora manchmal. Das bezweifle ich. Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Mantis? Ich denke schon. Sehen wir uns das hier mal an. Vielleicht ist da ein anderer Weg. Okay, Gamora. Gehen wir hier rauf. Ich könnte einfach ein paar Felsen sprengen. Oh nein! Ich traue ihm zu, dass er uns dabei umbringt. Wie lautet dein Grund? Ich habe zu viele Zukünfte gesehen, in denen Strubi in dieser Höhle umkommt. Rocket, meinst du hast Glück? Ich... Jo, ihr Genie. Das sieht doch mal für die Künstler nicht stabil aus. Problem gelöst. Du ignorierst nach wie vor das größere Problem, dass wir nicht wissen, was wir überhaupt suchen. Konzentrier dich nicht auf das Was. Konzentrier dich darauf, was er dir bedeutet. Oh, das ist aber echt viel Aufwand für einen verflachten Kollegen. Drax ist schon oft für uns da gewesen. Wie auf Segnaf, als uns das erste Mal dieser Tiger mit dem Krakengesicht angegriffen hat. Wer, Dickerchen? Und als uns beim zweiten Mal Dickerchen angegriffen hat. Mantis, sollten wir uns wegen dieses Nebels Sorgen machen? Gamora! Zeig ihn! Jagt sie hoch, Rocket!
binde sie fest! Hoffentlich ist es keines der Male, wo es dein Gesicht frisst! Gib zu, du vermisst Rex! Was? Wir schaffen das! Und wie? Ich werde diese Dinger gleich auf zwei Planeten getötet haben! Vielleicht sind diese Dinger auf Sektor, so was wie Riesenschulden in Australien! Okay, ich nehm's zurück. Es wäre nützlich gewesen, den normalen Drax dabei zu... Wie stehen die Chancen, dass die Dinger hier leben? Vielleicht stammen sie gar nicht von Zegnarf. Und Hellbender hatte sie ursprünglich von hier. Oder vielleicht ist Hellbender hier und verfolgt uns bis zum Ende der Galaxie, weil... Hellbender hat sich inzwischen wohl anderen Dingen zugewandt. Sie hat uns gerade erst Leute auf den Hals gehetzt. Wir haben ihr Lieblingsmonster erschlagen, Quill. Das wird sie in keiner Zeitlinie jemals vergessen. Okay, okay. So negativ. Wasser, Nebel und Monster. Was zum Flock ist bloß los mit diesem Ort? Es gab hier schon immer eine große Macht, die... Was zum Flock? Das sind zwei! Zwei was? Mantis, haben diese Dinger irgendwas mit dem zu tun, was wir suchen? Ich weiß nicht, nicht eindeutig. Dieser dumme Plan aber ich denke... Oh, der fiese Grüne liebt euch alle sehr. Was hab dich mörderisiert! Meine Klinge kratzt diese Dinger kaum an! Bomben lösen jedes Problem! Seht mal! Arschgut, ihr seid beschimpft! Zerschnetzel sie! Irgendwelche letzten Worte? Haha, zu langsam! Mach den Groot mit ihnen, Groot! Vielleicht freuen sie sich nur sehr, uns zu sehen. Darauf würde ich nicht hoffen! Wie lustig, Ken! Oh, Groot! In dieser heiligen Höhle gibt's aber wirklich viele Lebewesen! Nicht mehr lange! Lady folgen. Sie hat einen Namen! Meine Klinge kratzt diese Dinger kaum an! Bomben lösen jedes Problem! Ich fühle mich wie ein Matador! Drax würde sagen, da ist doch gar keine Matte! Hier passiert etwas Schlimmes, etwas, das wir vermeiden müssen. Mantis? Hier drüben. Okay, ich mag Drax genauso gern wie ihr alle, aber ich habe diese blöde Höhle hiermit offiziell satt. Ich bin Groot. Wer? Die Käferlady? Die findet doch nicht mal aus einem Badezimmer raus. Bist du das Steingesicht, das wir suchen? Ich weiß nicht, ob ich will, dass es antwortet. Solange es uns hier rausbringt. Diese Grüne ist in einem Ozean aus Lügen verloren. Wir müssen ihn ans Ufer bringen. Und wir müssen gleichzeitig im Positiven verwurzeln. Jeder von uns wird sich seinen Ängsten stellen müssen. Manche hier, manche nicht. Aber das Wichtigste ist, sich ihnen zu stellen. Naja, weglaufen ist aber manchmal auch nicht schlecht. Für dich stimmt das, Star-Typ. Aber nur, bis es nicht mehr stimmt. Das wirst du noch früh genug sehen. Nein, du solltest das bereits wissen. Erinnere dich an deine Träume. Woher weißt du davon? Weiß nicht, ist einfach so. Lasst eure Gedanken nicht wandern. Das ist unsicher. Konzentriert euch auf Drax. Ich bin Groot. Genau, um Cammy kümmern. Moment, wer ist Cammy? Lange Geschichte.
Du siehst da draußen etwas, Mantis? Viele Dinge. Zu viele Dinge. Schatten einer Zivilisation, die einst hier lebte. Verzweifelte Gesichter, die wie ich künftige Schrecken sehen können. Und andere Schatten. Unsere. Nicht unsere. Eine Gestalt, die uns jetzt beobachtet. Oder uns damals beobachtet hat. Ich sehe Felsen und Kristallgebilde. Eine Statue, die aussieht wie ein Gesicht. Noch mehr Felsen. Deins gefällt mir besser. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe Freunde, die... Hier ist ein anderer Weg. Bilde ich mir das ein oder sehen diese Kristalle echt gefährlich aus? Zerbrich dir nicht deinen Wuschelkopf. Du stürzt nur in 20 Minuten durch einen Sturz aus großer Höhe. Und das hier ist keine davon. Erwähnt, dass es dumm ist, ihn zu betreten, weil er einfach super gefährlich ist. Wir müssen auf diese Kristalle kommen. Ich bin gut. Aber lass Quill zuerst gehen. Will nicht, dass du noch abstürzt. Oh, jetzt erinnere ich mich definitiv an was. Glaube ich, wir müssen hier vorsichtig sein. Ich glaube, du siehst eine Version von mir, die dich über eine Klippe schubst. Oh, kleiner Struppi. Deine Sprunghaftigkeit ist in allen Versionen von Raum und Zeit überraschend konsistent. Du bist... Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass nicht alles erklärt werden kann. Die Galaxie ist ein merkwürdiger Ort. Da muss man mit dem Strom schwimmen. Sich in einer tödlichen Höhle zu verirren, ist deine Vorstellung von mit dem Strom schwimmen? Wir haben uns nicht verirrt, kleiner Struppi. Zumindest nicht in dieser Version. Wir holen zurück, was andere Versionen von uns bereits gefunden haben. Ist das nicht aufregend? Endlich! Das Gesicht der tausend Lügen! Glaub ich. Das wird uns helfen, Drax zu retten? Es will uns daran hindern, ihn zu retten. Wir suchen etwas hinter dem Gesicht, jenseits der Lügen. Willst du, was ich will? Alle aufpassen! Danke. Normalerweise schaffst du es nicht. Die Kotati haben die Gesichter in der Dunkelheit schon mal erwähnt, aber ich dachte, das wäre metaphorisch gemeint. Die Käferlady ist völlig durchgeknallt. Ich bin wütend. Natürlich bin ich wütend. Ich bin nass, latsche durch eine einstürzende Höhle und weiß zum Flag nicht, was ich überhaupt suche. Kannst du uns hier durchbringen, Gamora? Flag drauf. Ich gehe rein. Nein, das darfst du nicht tun. Du willst nicht, dass ich da reinschneide? Halt, nein, nicht du. Etwas Schlimmes wird passieren. Okay. Wir sprengen diese Statue, retten Drax und verschwinden. Ja, aber... Zeit, auf unsere Instinkte zu vertrauen, Quill. Die Käferlady hat gesagt, das Gesicht hindert uns daran, Drax zu helfen. Also müssen wir es zerstören. Kleiner Struppi, tu nicht, was immer du gerade tun willst. Nein, nein, oder nein. Ich bin nicht durch mit den Rätseln. Moment. Du nicht, Lass uns manches einfach anhören, okay? Gib mir einen Tick zum Nachdenken, was ist, wenn hier alles einstürzt? Dann müssten wir wenigstens nicht länger mit ihm streiten. Das ist keine Hilfe. Groot, sag ihm bitte, er soll aufhören. Rocket, nicht! Rocket! Ich sag's ja nicht zum ersten Mal, aber... Willst du meinen Plan hören? Ja. Go, nix sie weg! Kannst du wohl laut sagen. Das werde ich noch. Mantis? Wo ist die Matriarchin? Oh, das ist die, in der ich scheitere. Wir wollen dir helfen! Wo ich scheitere, wirst du bestehen. Bleib bei mir. Hey, Leute! Seht euch das an! Ich bin sowas von nicht tot! Was?
Du hättest uns fast alle getötet. Ab jetzt wird nichts mehr gesprengt, Rocket. Nie wieder. Das wirst du noch bereuen. Statue? Bist du ein Statoi? Warum wusste ich das nicht? Vielleicht bist du es nicht immer. Oder ich hab's vergessen. Was? Können diese Waffen schon wieder was machen? Und so wird's gemacht. Ah, meine Sprengladungen sind trotzdem besser. Sind sie nicht. Im nächsten großen Kampf wirst du mich noch anflehen, was zu sprengen. Anflehen! Im nächsten großen Kampf will ich daran bestimmt denken. Schon wieder dieser seltsame Nebel. Sei froh, dass ihr nicht so nah am Boden seid. Oh, kleiner Struppi stirbt hier drin nie durch Gas. Nur durch Absturz, Zerschmettern, Chitauri, Warte, Moment. Wasser. Hast du Chitauri gesagt? Ja, hab ich. Oder nicht? Das Wort klingt echt komisch. Chitauri. Das ist unmöglich! Ich darf mich für diese Schlacke nie wiedersehen! Ich hatte es gehofft! Diese Echsen-Freaks müssen weg! Hättest du uns nicht warnen können, dass sich Chitauri in dieser Höhle versteckt? Das ist immer so. In manchen Zeitlinien stoßen wir nur auf niedliche kleine Augapfelkerlchen. Weißt du, was ich meine, Statue? Ich kenne die Augapfelkerlchen, ja. Ich verstehe nur nicht, warum sie hier sind. Frag sie doch. Mann, sind wir etwa in der schlimmsten Zeitlinie von allen? Wenn ich fertig bin, werden eine Menge davon tot sein. Tut mir leid, dass deine Blase geplatzt ist. Bei unserem Glück sind Hellbenders Truppen auf der anderen Seite und warten nur darauf, uns anzugreifen. Rache durch Hellbender ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Ha, wie bestellt. Muss ich mich daran erinnern, dass du der Grund bist, warum sie uns jagen? Können sie Typen nicht einmal die Vergangenheit ruhen lassen? Hey, wenigstens haben sie keine Armee dieser Galadriner dabei. Das wär's noch. Mann, ich hab diese Dinger gehasst. Was hast du gesagt? Musstest du das jetzt beschreien? Nein, habt ihr bemerkt, dass genau das Monster kommt, von dem ich geredet habe? Willst du mir das jetzt auch noch auf die Fahne schreiben? Vorsicht! Stacheln! Merkwürdig noch nicht mal gesehen, Statue. Mach mir
mir den Baum! Weiter so! Wir sind fast durch! Ich kann es spüren! Eine Verschnaufpause, Groot! Gamora, aufschlitten! Schon dabei! Von diesem Flaknebel kriege ich wahrscheinlich Ausschlag! Darüber will ich jetzt echt nicht nachdenken! Bremse sie aus! Dort ist irgendjemand, der uns nicht hasst! Oh, natürlich! Du hast sie nur noch nicht getroffen! Mach sie fertig, Gamora! Versprich mir, dass du unten bleibst, Soldat! Was hast du davon, dass du uns in diese Schlaghöhle geschleppt hast? Und Drax dazu, mit mir über Religion zu reden! Nebel der Furcht. Frontal. Alles okay, Mantis? Oh, hey, Gamora, du siehst nicht mehr so traurig aus. Moment, das haben wir doch schon besprochen, oder? Ja, das haben wir. Aber diese Sache beschäftigt dich trotzdem immer noch. Welche Sache? Mir geht's gut. Konzentrieren wir uns darauf, Drax zu helfen. Wie weit geht diese Höhle noch runter? Achtung, mehr von diesen Felsmonstern. Vielleicht hatten wir nur einen schlechten Start. Das sind... Ich glaube nicht, dass sie sich mit uns versöhnen wollen, Quill. Oh. Ich glaube, ich spreche ihre Sprache. Pack deine Smartphones aus! Oh, liebe das Wort noch gleich. Warum haben wir keinen von diesen Typen im Nebel gesehen? Vielleicht wissen sie was, das wir nicht wissen. Schneid den Streit! Achtung! Uns eigentlich alles in dieser Höhle umbringen! Also nicht das nicht! Verschaff uns Zeit, Groot! Was soll ich sagen? Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Wenn Sie vorhin nicht zugehört haben, werden Sie es jetzt auch nicht tun! Kein schlechter Ort für ein Monster-Treff. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich habe keine Lust mehr aufs Kämpfen. Vergiss nicht, dass wir aus dieser Höhle auch wieder rauskommen müssen. Gleich gibt's Schnittchen. Sei vorsichtig, du bist selbst nicht besonders schnell. Bombenlos, Rocket! Warum sind diese Typen nicht von Nebel umgeben? Du kannst sie gerne fragen. Warum hasst uns eigentlich alles? Wir sind auf ihrem Gebiet! Na, das lief ja ungefähr so gut wie erwartet. Ich war sicher. Vielleicht spreche ich sie nur jetzt noch nicht. Ich glaube, ich habe das Wort für töten aufgeschnappt. Oder zumindest den Grundsatz. Der Nebel scheint diese Riesendinger oder was auch immer die sind nicht zu kümmern. Vielleicht sind sie nur klug genug, nicht mittendrin rumzulaufen. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich bin Groot. Ich weiß, warum wir das machen. Und Drax wird das später auch alles zu hören kriegen. Oh, ist das die, in der kleiner Struppi eine Heldentat vollbringt? Schwer zu sagen. Ziemlich sicher, dass das wohl nicht passieren wird. Leute... Ich weiß, kleiner Struppi, und... Nein, niemals! Auf keinen verflagten Fall! So nass sieht es gar nicht aus. Mehr so mittelnass. Ich gehe nicht durch einen verflagten Monsun! Vielleicht können wir irgendwie diese Pflanzen benutzen, um das Wasser umzuleiten. Wir sind ein Team, wir finden eine Lösung. Wollen wir uns wirklich hiervon abhalten lassen, Drax zu retten? Unbedingt! Du rettest ihn, während ich ertrinke! Wie können die hier unten überhaupt... Keine Ahnung. Und die großen Blätter könnten nützlich sein. Wie ein Bär. Ja! Es ist nur eine Pflanze, keine Blutpflanze. Und wir haben keine große Wahl. Gamora, klettern wir da rauf. Dann sehen wir uns das Problem an.
Das Problem ist, dass Rocket sich zusammenreißen muss. Ja, viel Glück dabei. Zu Struppis Verteidigung muss man sagen, dass er schon in viel weniger Wasser ertrunken ist. Genau. Moment, was? Kommt dir das nicht absurd vor? Er hat ein Problem mit Wasser, was soll ich denn machen? Du sollst sein Anführer sein. Du kennst Rocket doch. Erinnerst du dich an deine letzte Sprengung? Das würdet ihr nur ohne mich machen. Ja, woher nur sollten wir weiteren Schießflüssig ziehen? Vermisst sonst noch jemand plötzlich Drags Anekdoten über Kitat? Er würde bestimmt ein paar Märchen von Kitat zum Besten geben, die zu unserer aktuellen Lage passen. Wie die Kitat-Version von Hans und die Bohnenranke. Den allmächtigen Star-Lord. Hast du was gesagt? Nein. Du könntest sie bitten, sich zu bewegen, aber das ist bestimmt keine von diesen klugen Pflanzen. Tja, siehst du, hab ich doch gesagt. Gibt es auch Realitäten, in denen wir Rocket einfach zurücklassen? Also, ich meine, hypothetisch. Oh. Mitten ins Schwarze! Ins Schwarze was? Ganz ruhig, fieser Grüne. Sie finden eine Lösung. Findest du nicht, dass sein Ego schon aufgeblasen genug ist? Dieser Hans Bohnenranke, ist das... Echt schade, dass du keine so schicken Knarren hast, Rocket. Mach so weiter, dann klaue ich sie dir im Schlaf. Da. Was denkst du, Rocket? So schlimm finde ich ihn gar nicht. Übersetzung? Rocket mag das nicht. Schon klar. Das ist eine unheimliche Höhle. Wir werden alle auf Dinge treffen, die wir nicht mögen. Stimmt. Aber nicht so sehr wie kleiner Struppi es nicht mag, nass zu werden. Unterschätze niemals eine tief verwurzelte Angst, Harmord. Vor allem dann nicht, wenn du die Ursache nicht kennst. Nein, das geht sie nichts an. Was gibt's da zu verstehen? Ich ertrinke einfach nicht gern. Zur Hälfte. Komm schon, jetzt ist es 50% weniger nass. Ich bin 0% interessiert. Okay, weiter geht's. Lass meinen Rocket ziehen! Ich bin Moses. Sollen wir wissen, wer das ist? Der das Meer geteilt hat? Oh, mit seinen Tentakeln, richtig? Was? Nein. Egal. Danke, Quill. Wirklich. Ich hätte schwören können, er hatte Tentakel. Na, was sagst du, Groot? Jetzt ist das ganze Team wieder vereint. Ich bin Groot. Absolut. Ein trockener Rocket ist ein glücklicher Rocket. Ach, jetzt bist du glücklich? Oh ja, du solltest mal die dunkleren Versionen von Struppi sehen. Oder vielleicht besser nicht. Kommt dir dieser enge Korridor bekannt vor, Mantis? Ich bin ziemlich sicher, das ist der nasse der Teil. Der was bitte? Ich dachte, das war gerade der nasse Teil. Oh, es wird... Bitte sei froh! Alle in Ordnung? Ich würde Sterne sehen, wenn ich was sehen könnte. Ja, das ist nicht gut. Also, wegen der vielen Zukünfte, in denen wir sterben. Ich bin Groot. Konnte er das etwa schon ich immer? Ich bin Groot. Er sagt, er prahlt nicht gerne. Danke, Kumpel. Ich bin Groot. Nein, ich sag's Ihnen nicht. Oh, richtig. Die Sache.
die du uns in der Dunkelheit erzählst. Die ist wirklich wichtig. Nein, ist sie nicht. Sei still. Ich bin... Gefühle unter Verschluss zu halten, hat eine lange Tradition. Wenn Rocket sich nicht öffnen will... Buh, sei keine Gamora. Was soll das denn heißen? Naja, jemand, der alle seine Traumata unterdrückt. Ein Trauma? Wirklich? Mit Wasser? Vergiss es, okay? Vergiss es einfach. Oh, jetzt kommt der Teil. Oh. Okay, hat noch jemand die Schnauze von Fräulein Kryptisch gestrichen voll? Ich bin gut. Hübsch, mach mal halblang. Wenigstens scheint es dahinter heller zu sein und weniger nass. Ich bin dabei. Mantis, irgendwas Spezielles, nachdem wir Ausschau halten sollten? Da ist dieser unheimliche Nebel schon wieder. Der ist immer hier. Immer. Bis er es nicht mehr ist. Was soll das denn? Nein, Moment doch. Aber es sind nicht diese Flaknasen, sondern die gruseligen Augäpfel aus der Quarantänezone. Ich höre definitiv Hellraisers. Dann hörst du falsch. Es sind Augapfel-Dinger. Ich weiß es nicht. Rocket hat recht. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich werde dieses glitschige Geräusch nie vergessen. So klingen nasse Augäpfel, wenn sie auf dem Boden auftreffen. Hab's doch gesagt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dass du dich irrst, für mich ergibt das hier keinen Sinn. Du musst dich nicht schlecht fühlen, Kumpel. Sie haben angefangen. Hey, seht mal, der Nebel legt sich. Es gibt jetzt einen Weg raus. Komisch, als hätte dieser Ort einen eigenen Willen. Keinen Willen, eine Macht. Hat sonst noch jemand ein Déjà-vu? In diesem Nebel sieht alles gleich aus. Aber es klingt nicht gleich. Das sind diese Galladinger von Segnaf. Das erklärt Dickerchens Cousin. Nein, es ist das Novacore. Ich höre Stimmen. Wieso erkennst du den Unterschied zwischen Monstern und Personen nicht? Das ist es nicht. Wir hören ganz klar verschiedene Dinge. Es sind definitiv die Gallads von Segnaf. Ich höre, wie sie ihre Stacheln verschießen. Was habe ich gesagt? Rocket hat recht. Hey, ich hatte auch recht. Der Blob hat ein Messer! Wird's bei dir langsam etwas klarer, Mantis? Ich sehe nur Nebel, höre Geräusche, spüre Kampf. Ja, das fasst es ziemlich gut zusammen. Wenigstens scheint's einen Weg rauszugeben. Können wir zurückgehen? Ich weiß nicht mal, wohin zurückführen würde. Wir gehen runter. Immer runter. Okay, das sind jetzt die hüpfenden Augäpfel aus der Quarantänezone. Keine Frage. Ich mach da nicht mit. Etwas spielt mit uns, ganz klar. Ich bin gut. Chitauri? Okay, das ist einfach nur falsch. Du bist schlimmer als sie. Ich bin gut. Diese übergroßen Heidechsen machen Klickgeräusche. Du hast Moos in den Ohren. Groot hat recht. Es sind Chitauri. Diese Dinger werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Jetzt ist nicht die Zeit zum Angeben. Es ist nicht gewollt, aber das ist etwas spielt mit uns. Glaubt sonst noch jemand, dass mit uns gespielt wird? So können wir nicht weitermachen. Was sollen wir denn tun? Alles ignorieren? Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlte sich im Kampf aber echt real an. Es ist der Nebel. Das sind nur Geräusche. Und es ist reiner Zufall, dass sie klingen wie die ganzen verflackten Mistbeutel, die uns in letzter Zeit umbringen wollten. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich höre diese glitschigen Augapfeldinger aus der Quarantänezone. Es hört einfach nicht auf! Wenn es so weitergeht,
geht, rein uns noch die Arme ab. Was sollen wir denn tun? Alles ignorieren? Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlte sich im Kampf... Achtung! Mehr von diesen konvertierten Nova-Typen. Ganz sicher. Rocket, entsichern und los! Warum liege ich immer richtig? Weitermachen. Was sollen wir denn tun? Alles ignorieren? Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlte sich... Ich glaube, diese Galladinger werden sich an uns ranschleichen. Ich kann sie hören. Können wir nicht weitermachen. Was sollen wir denn tun? Alles ignorieren? Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Ich höre definitiv weitere Hellbänder schergen. Ja, ich hör's. Aber was ist es? Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlte sich im Kampf aber... Achtung! Mehr von diesen konvertierten Nova-Typen. Ganz sicher. Hört ihr das? Trau dem nicht, kleiner Struppi. Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlte sich im Kampf aber echt real. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich höre diese glitschigen Augapfeldinger aus der Quarantänezone. Schweigend herumstehen!
Ja, ich hör's. Aber was ist es? Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlte sich im Kampf aber echt real an. Ich höre definitiv weitere Hellbender-Schergen. Das. Nicht er. Wir. Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlte sich im Kampf aber echt real an. Das ist der Nebel. Das. Shh. Was heißt hier? Statue hat recht. Shh. Recht womit? Da ist ein neuer Weg raus. Es war also nichts? Kommt drauf an, würde ich sagen. Es hat etwas mit dem seltsamen Nebel zu tun. Immer wenn du einen Feind beim Namen nennst, kann der Nebel diesen Feind erscheinen lassen. Dann war der Trick, die ganze Zeit den Mund zu halten? Als ob das bei uns jemals passieren würde. Ich habe zahllose Versionen von uns gesehen, die alles Mögliche bekämpft haben. Aber die Quelle, sie ist noch nicht fertig mit uns, Wächter. Naja, dann halten wir eben die Augen offen und den Mund ab sofort geschlossen. Die Nebelwesenheit hat sich für den Moment zurückgezogen. Es besteht gerade keine Gefahr. Nichts für ungut, Käferlady, aber nichts, was du sagst, ist noch von Bedeutung. Dann ist der Nebel jetzt also eine Wesenheit? Ja, so ungefähr. Sei nicht frustriert, kleiner Stücke. Wir sind alle noch am Leben. Das ist super selten. Gib uns was, auf dem wir gehen können. Ich bin Groot. Lass mich raten. Weiter runter. Nur wenn du Drax retten willst und die gesamte Galaxie. Ich komme auf dich zurück. Daran erinnere ich mich gar nicht. Okay. Hört mal, Leute, ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr alle für mich getan habt mit dem Wasser und so. Aber der Käferlady noch weiter zu folgen, ist eindeutig bescheuert. Rocket. Nein. Nebelmonster? Höhlenschweine? Nasse Wasserfälle? Theoretisch sind Wasserfälle... Ist sie Nein, Quill. Sie hat keinen Schimmer, wo wir sind. Und auch nicht, wo wir hingehen. Und erst recht nicht, was wir suchen. Mantis, ist es warm oder kalt? Raumtemperatur. Okay. Das ist verrückt. Sie ist wahrscheinlich verrückt. Aber um sie geht's nicht. Es geht um uns. Und ich bin super stolz auf uns. Weil wir noch nie für etwas so weit gegangen sind. Oh, das ist die, wo du alle inspirierst. Wer waren wir denn, als wir angefangen haben? Du warst ein Schmalspurpirat, der Null auf die Reihe gebracht hat. Genau. Und du ein Schmalspur-Kopfgeldjäger. Genauso pleite und runtergekommen und so egoistisch wie ich. Immer auf der Jagd nach Kohle, einer Bar oder irgendeiner Bank, die zu knacken war. Manches würde ich auch jetzt nicht ablehnen. Ich auch nicht. Aber wegen nichts davon sind wir jetzt hier, oder? Uns geht's ganz allein darum, Drax zu retten. Und nicht Drax, den Zerstörer, oder Drax, den gestörten Gangster, sondern Drax, unseren Freund. Und Gamora, du hast Leute bis ans Ende der Galaxie gejagt, um ihnen weh zu tun oder Rache zu nehmen. Und das wahrscheinlich auf grausamere Art, als man sich vorstellen mag. Fühlt sich das dagegen nicht irgendwie gut an? Jemandem zu helfen, an dem dir was liegt? Für mich fühlt sich's geil an. Und Groot... Ich bin gut. Er meint, du musst jetzt nicht... Doch, eben doch. Wir alle müssen uns von dir eine Scheibe abschneiden. Du moserst nie rum. Und wenn doch, dann krieg ich's nicht mit, aber ich bin ziemlich sicher, dass du's nicht machst. Du bist immer für uns da. Und genau darum geht es. Um uns.
als Team zusammenzuwachsen und einer bekloppten Lady in eine Todeshöhle zu folgen, weil einer von uns Hilfe braucht. Denn wir sind ein Team, eine Familie. Wir sind die verflockten Wächter der Galaxie. Yay! Starker Monolog, Quill. Warum hat mich niemand aufgehalten? Das ist hart. Es war wirklich eine deiner besseren Ansprachen. Ah. Sie fest! Ha. Können wir ihn nicht dazu bringen, dass er etwas Freundliches erschafft? Oder wie wär's mit ein paar Units? Vielen Units! Finde ein Ding hinter die Statue, Statue! Das Böse muss von innen heraus gestoppt werden! Hast du verstanden, Peter? Ja, irgendwas mit der Statue! Wenn du willst, dass ich was hochjage, dann gib mir den Zugangspunkt. Das Nebeling hat eine schlampige Beine. Wenn die Statue von innen heraus sprengt. Die Öffnung ist voller Wasser, Quill. Besorg mir einen anderen Zugang. Rocket! Siehst du, was ich sehe? Ja, da komme ich rein! Okay, dann jag mir das Ding mal in die Luft! Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch abwehren kann, Peter! Dieses Gesicht braucht so! Das. Hat's geklappt? Das hat sich so angefühlt. Warum kämpfen wir denn noch gegen sie? Uns? Die Quelle ist zur Hälfte zerstört. Kleiner Struppi muss es zu Ende bringen. Na, Flak, ich war wohl nicht tief genug drin. Such mir einen neuen Zugangspunkt. Ich denke, jetzt brauchen wir nur noch eine Sprengung. Nein, das Wasser, Quill. Ich kann nicht, du weißt nicht. Nein, schieß weiter! Es muss irgendwann aufhören! Zwei von denen, verschrieben von Dr. Stardust! Mantis? Oh nein! Der einzige Weg, ihn zu retten, ist die Zerstörung der Quelle eurer anderen Ichs! Was? Die Statue! Wir müssen die Statue hochjagen! Im Ernst, Rocket, du musst sie von innen sprengen! Bitte, Rocket! Nein, ich sterbe lieber im Kugelhagel als zu ertrinken! Wie wär's damit, nicht zu sterben? Könnte das eine Option sein? Es tut mir leid, okay? Ich kann einfach nicht! Peter! Hilfe! Oh nein! Gamora! Kleiner Struppi, bitte! Was? Das ist nicht meine Schuld! Leg los, Rocket! Okay, pass auf, Rocket. Ich weiß, dass halt du... Halt den Mund, Quill. Ich weiß, was ich tun muss und ich werde mich überwinden und es tun. Sei vorsichtig, kleiner Struppi. Du schaffst das, Rocket. Kleiner Struppi. Es muss klappen. Komm schon, Rocket, du kannst das. Er kann's doch. Oder Mantis? Mantis! Seht ihr? Immer noch am Leben. Unglaublich, dass du das für uns getan hast. Hey, ein Freund brauchte Hilfe. Oder mehrere. Rocket, Mom. Ja. Können wir jetzt bitte endlich Drax retten?
wärmer, ganz warm. Ich glaube, sie will, dass wir da reinspringen. Ich weiß ja nicht, wonach wir genau suchen, aber es ist da unten. Okay, bringen wir es zu Ende. Ich will mich nicht umsonst nass gemacht haben. Wir müssen uns beeilen! Ich fühle, dass die Lügen der Materialchen im Geist des Wiesen grün dreister werden! Dein Kind wird stärker! Dass wir ihn hier finden würden. Weißt du jetzt, wonach wir suchen? Etwas, das trauert und schmollt und seine schwärenden Wunden leckt. Falls es hier ist. Sie wird uns hier unten an irgendwas Fürchterliches verfüttern. Ganz bestimmt. Ist mit einem Kampf zu rechnen? Wahrscheinlich. Mantis hatte bis jetzt immer recht. Womit? Dass wir Sumpfwasser in der stinkenden Höhle des Todes finden? Ja, da lag die Käferlady richtig. Danke. Die Priester von Parma haben Lementis aus einem Grund besiedelt. Dies ist ein Ort der Heilung. Aha. Spirituelle Heilung. Drax hätte uns direkt zur Sacrosanct zurückgebracht, wenn Mantis es nicht vorhergesehen hätte. Wir sind da! Die Heimat des heilenden Lichts. Quelle des Heilmittels. Ursprung von Rakers Macht. Es ist ein Kokon? Was zum... Ach, widerlich. Bitte sag mir, dass Drax allein in diesen ekligen Eiersack rein muss. Ah, der Verführer von frisches Fußvolk. Geistloses Gefolge. Friss das, Blödbart! Wie zum... Ihr verkennt den Frevel eures feigen Vordringens. Einen Gott gibt es kein Gewinnen. Verdammnis wartet auf dich, du Wurm! Oh, diese ist es also. Okay, fieser Grüner, dein Auftritt. Da hab ich dich. Wildes Feuer wütet in dir. Das sind nackte Auswüchse deines kranken Gehirns. Alles klar, Leute, er ist es. Aaron Witchcraft. Nein, Moment. Aiden Warlock. Ashley Walrus? Adam Warlock? Genau, der goldene Gott-Heini. Moment mal. Dieser Tarzan hier ist Rakers göttliches... was auch immer? Ganz gut in Schuss für eine Leiche. Seid ihr nicht Schergen des scheinheiligen Schäfers? Wir? Schergen von Raker? Also echt nicht. Wir wollen den Kerl am Arsch kriegen. Siehst du? Freunde. Okay, mein Großer, gehen wir rein. Auf geht's! Alle, in denen wir sterben, sind schon passiert. Raker hat die halbe Galaxie völlig mischugge gemacht. Und unseren Freund hier auch. Und dich gegen so ein junges, blauhäutiges Modell eingetauscht. Und? Kannst du uns helfen? Mantis glaubt wohl, du kannst Drax heilen. Meine himmlische Heilkraft ist eine heimtückische. Eine Torheit, die ich schwor, nie wieder zu begehen. Oh, kann den mal irgendeiner übersetzen? Er hat Nein gesagt. Meine Hilfe kann nur heißen, mich im Hintergrund zu halten. Nein, diesmal nicht, Goldie. Ihr müsst die Teile wieder zusammenfügen. Wir müssen euch nur näher an das Puzzle führen. Und das wäre dann wo? Hier drin natürlich.
Hey, Moment, darüber müssten wir noch mal. Was zum Flag? Das ist wie der Anfang von 2001. Willkommen auf der Astralebene, Schnarchlord. Du hast uns teleportiert? Oh nein, ihr seid immer noch ganz bequem bei mir. Ich habe nur euren Geist verschmolzen. Unseren was verschmolzen? Ich habe dem nicht zugestimmt, Ebenenspringerin. Um Erlaubnis fragen ist nicht so ihr Ding. Es heißt immer nur ziemlich sicher dies und Schicksal der Galaxie das. Sei ja nicht angeschnappt, Götter Heini. Deine Goldhände stecken ganz tief in diesem Schlamassel. Was soll das denn heißen? Ich dachte, mit dem Typen heilen wir Drax. Heilmittel und Ursache können koalieren. Leute? Ist das Drax? Ich bin Groot. Wir sehen jetzt also in Drax Kopf. Wortwörtlich. Der fiese Grüne ist da drin. Findet ihn und überredet ihn, in die Realität zurückzukehren. Mantis, sag mir bitte, dass wir in das helle Licht gehen sollen. Ziemlich sicher. Ihr müsst das Herz von Drax Versprechen erreichen. Viel tiefer, als ich je gewesen bin. Wenn du es nie gesehen hast, heißt das dann, dass es nie passiert? Hoffentlich nicht. Geht einfach weiter. Und falls wir den Kontakt verlieren, hört auf Amy Windsor. Sie meint dich. Offensichtlich. Wow. Das ist Drax Versprechen? Meins war lange nicht so deprimierend. Das ist nur die Türschwelle. Der arme Kerl sitzt hier fest und erlebt erneut den Verlust seiner Familie. Da ist der große Tölpel. Das war das leicht. Das ist nur ein Echo, kleiner Struppi. Ein Teil des armen Grünen muss so lange graben, bis er akzeptiert, was noch. Ich bin nicht der Einzige, der das hört. Oh. Was ist das? Der hat's aber einig. Hinterher, Flavio! Diesen Kampf kenne ich nicht! Bitte lass da unten was Weiches sein! Drax? Nicht Drax. Thanos. Ich wette, ein Familientreffen hast du nicht erwartet, was, Gamora? Ich werde das hier genießen. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich. Besser als Therapie! Erinnert mich daran, sie nicht zu ärgern. Zeit für den Schredder! Doch nicht so hart, was? Irgendwas stimmt nicht. Ihr verkennt die Regeln dieses Reichs. Was zur... Okay, das ist neu. Es ist doch neu, oder? Ich würde mich erinnern, wenn es zwei von ihnen gäbe. Doppelt so hässlich, doppelte Zielübung. Gamora, hey, Goldie! Würdest du uns vielleicht zur Hand gehen? Kämpft ein Phantom. Sind wir bald in der Unterzahl? Als könnten wir ihn nicht töten. Sobald es Drax betrifft, ist das wahrscheinlich auch so. Ihr lasst euch auf die Obsession des armen Grünen ein. Nur wenn ihr loslasst, kommt ihr voran. Lasst die Obsession fahren. Soll das für uns irgendeine Bedeutung haben? Mach dein Ding, Gamora! Keine Ahnung. Was sollen wir denn sonst machen? Eine vorbestimmte Niederlage. Soll das für uns irgendeine Bedeutung haben? Tödliche Frau im Anmarsch! Lass die Obsession fahren! Auf welcher Seite stehst du? Eine vorbestimmte Niederlage. Soll das für uns irgendeine Bedeutung haben? Passt auf eure Ärsche auf! Quill, Hilfe! Halte sie auf, Groot! So leicht wirst du mich nicht los. Ich liebe dieses Geräusch.
Was sollen wir denn sonst machen? Ich bin... Kann man jemand dem alten Baum helfen? Was geht, Peter? Mach Aufschnitt aus ihm! Er kann das nicht ewig durchhalten, oder? Dich fällt niemand so leicht. Danke, Quill. Groot sagt, er schuldet dir was. Groot, schnapp sie dir! Ich brauch Hilfe hier drüben. Halte durch! Wir müssen das beenden. Ich bin immer offen für Vorschläge. Das ist deine Chance geworden. Zeit ist um. Peter? Was passiert hier? Was ist es? Deshalb konnte ich nicht sehen. Oh. Hey, wir sind nicht tot. Mantis, ich glaube, wir haben was gemacht. Aber ich sehe Drax nicht. Oh, gut. Überhaupt nicht unheimlich. Halt! Seht! Nicht so schnell, Kleines. Drax, warte! Hey, das ist Betrug! Ich habe den Eindruck, da will jemand nicht, dass wir Drax erreichen. Vielleicht will Drax nicht, dass wir Drax erreichen. Falls du dich verirrt hast, kannst du es ruhig sagen. Ich orientiere mich lediglich. In diesem nicht-euklidischen Albtraumlabyrinth. Genau. Drax! Wie zum? Spielt keine Rolle. Auf ihn! Da ist er wieder! Drax, Kumpel, warte! Verdammt! Ich kann dich hören, Kleines! Bauer, das ist ein Brett, gebaut von eurem Gegner. Hast du eine bessere Idee? Bin ganz Ohr. Oh, falls wir ihn jemals kriegen, was dann? Ich arbeite daran. Links, Kleines. Was? Du kannst mich sehen? Freund ist zu tief gefallen. Worte wehen ihn nicht zurück. Für jemanden, der kein... Da! Seht doch! Hey, wie konntest du mich besiegen? Naja, ich bin dein Vater. Du hast wieder im Garten deiner Mutter gespielt. Ich habe gejagt. Was denn, Dreck? Nein, ich bin etwas nachgehetzt. Aber es war zu schnell. Nur Narren hetzen hinterher. Eine Jägerin wartet. Wählt ihren Moment. Drax! Papa? Geht's dir gut? Drax, Valeria, Zeit nach Hause zu kommen. Was zum Flak ist das denn? Ja, meine Kleine. Deine Mutter wartet. Sorus, gib deinen Sklaven frei! Wir sind nicht mehr entfernt. Was sind das für welche? Schatten! Unterlauft ihren Ursprung, während ich unseren Weg. Sie kommen aus den Nestern da! I'm
Gottes Einblicke! Sieger! Vollzug! Fertig machen zur Abfahrt! Haltet eure Schweine fest! Wage es nicht! Ich wirf mir keine Holzschritte aus dem Feld! Alle in Ordnung? Definiere in Ordnung. Ich denke, wir haben gesehen, was uns von Drax fernhält. Ihr blicktet nur die Brut. Dieses schwarze Zeug. Ist das? Drax Frau. Ich glaube schon. Over. Dann muss das Drax zu Hause sein. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Nur Narrenhetzen. Komm, Liebster. Lass uns hineingehen. Drax, Kumpel! Deine Worte sind Federn im Wind. Hey, ganz ruhig. Ich erledige das. Komm schon, Großer. Ich weiß, dass du mich hörst. Warum verfolgt ihr mich? Wir verlieren ihn wieder. Hey, Kumpel, ich bin's. Stormlord, weißt du noch? Wir sind alle hier. Du bist stärker als das, Drax. Komm schon, Riesenbaby. Lass mich nicht mit Quill allein. Drax, Essen ist fertig. Das ist nicht Howard. Du musst sie gehen lassen. Du weißt nicht, was du da verlangst. Verdammt! Okay, finden und zerstören. Genau wie beim letzten Mal. Mutet euch. Der Schlund will mich schließen. Ich kann es nicht verhindern. Letzte Bestellung. Hör. Nichts, da sind wir. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sehe zumindest kein neues Versprechen. Wir sind in einem ewigen Echo. Nackten du bist keine Hilfe, Landstreicher-Hexer. Okay, wir verteilen uns und suchen einen Weg hier raus. Oder voran. Oder irgendwohin. Ich verliere eine Wette, wenn ich in der dunklen Grube sterbe. Rex! Komm schon, Kumpel! Ich weiß, dass du mich hörst! Flak, das ist nicht lustig! Ich weiß, du bist gerade an einem dunklen Ort. Wortwörtlich. Aber wir werden nicht aufgeben! Zeig uns nur die richtige Richtung! Da! Seht doch! Unfassbar, dass das funktioniert hat! Gehen wir! Ein Teil von ihm ist immer noch bei uns, ganz sicher! Ich hoffe, du hast... Warum tut ihr das? Lasst mich einfach in Frieden. Bitte vertrau uns, Drax. Wir wollen dir nur helfen.
Ihr zerstört mein Zuhause. Dein glückseliges Verkennen ist ein unglückseliges Streben. Lass gut sein, Shakespeare. Wir regeln das schon. Komm schon. Willst du hier versauern in diesem dunklen Loch? Für meine Familie ertrage ich selbst die Tiefen von Sartuth. Drax, Liebling. Komm, wir wollen essen. Hey, ich verstehe dich. Sie sind was ganz Besonderes. Nichts auf der Welt ist mir wichtiger. Meine Hofart war die mutigste Gefährtin, die ich je kannte. Sie gab mir Frieden, selbst in Zeiten des Krieges. Und meine Camaria, mein herzensgutes Mädchen, sie vereinte von uns das Beste. Trotz ihrer zarten Erscheinung. Sie waren... Sie waren... Peter Quill, wenn meine Familie tot ist, was sitzt dann da vor mir? Keine Ahnung. Eine Illusion. Nichts Gutes. Ein Schämen, so scheint es. Von Schwermut gesäugt. Ohne sie bleibt mir nichts mehr. Ich will nicht wieder allein sein. Du bist nicht allein, Mann. Wir sind für dich da. Wir haben alle jemanden verloren, Drax. Aber es lässt sich ertragen, wenn man sich umgibt mit den richtigen Leuten. Das war jetzt ein bisschen rührselig von Groot, aber ich schließe mich dem mal an. Wir sind ein Team. Papa? Geht es dir gut? Komm mit uns, Drax. Sie ist nicht echt. Hast du Schmerzen, Papa? Sprich mit uns, Liebling. Ich halte, was wir hatten, in Ehren und gräme mich nicht ob des Verlorenen. Ich liebe und ich verehre euch beide. Jetzt und für immer. Wie geht's, Großer? Alles okay? Ich bin wieder bei Sinn. Dank euch allen. Aber ich schulde euch Wiedergutmachung für meine Torheit. Hey, du schuldest uns gar nichts. Wir sind alle nicht perfekt. Unser Markenzeichen. Wie viel weißt du noch? Dunkelheit wuchs mit jeder Lüge, die ich schluckte. Mit jedem Tag bei meiner Familie wurde mir klarer, nie wieder wegzukommen.
Peter Quill, dein Kind ist in Gefahr. Wenn sie nur halb so leidet wie ich, könnte die Dunkelheit sie verschlingen. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen gut überlegt handeln. Wir müssen an all den Konvertierten vorbei. Und an diesem schwarzen Glibberzeug auch. Erzählt mir mal einer, wieso unsere Blondmatte das einfach aufsaugen konnte? Ich wüsste lieber, warum es so aussah wie er. Weil ich das Zeug bin. Los geht's! Hey, Goldmuskel! Kommst du mal zurück und erklärst die ganze Sache? Die